das Chaos in Afrika einen Weltkrieg auslösen? Kann der Kampf um Katanga, die Kupferprovinz, die UNO zerstören? Jedes Mittel ist recht, um den Krieg zu beenden, den die belgischen Söldner, Franzosen und Deutsche gegen Blauhelme führen. Gegen die UNO. Gegen uns und den Kongo. Jedes Mittel ist recht. Auch ein Waffenstillstand. Die Vereinten Nationen dürfen nicht scheitern. Nicht an John Bay, dieser Strohpuppe Belgiens, dem Protégé Englands. Aber wie soll die UNO ihrem Druck widerstehen? Wer rettet den Auftrag der Vereinten Nationen? An diesem Nachmittag des 17. September 1961 startete das Flugzeug wenige Minuten vor fünf. Die Besatzung bestand aus sechs sehr erfahrenen schwedischen Piloten. Außerdem waren 10 Passagiere an Bord. Mitarbeiter und politische Berater von Hammarskjöld, Bodyguards und seine Sekretärin. Was Dag Hammarskjöld angeht, so stand er sehr unter Druck. Müde und einsam. Müde, bis der Verstand schmerzt. Taub die Finger, bebend die Knie. Jetzt gilt es. Jetzt darfst du nicht versagen. This was a dangerous expedition. Es war eine gefährliche Reise. Gefährlich für die eigene Sicherheit, aber auch politisch gefährlich und delikat. Der Abflug war in keiner Weise ungewöhnlich. Wir unterhielten uns auf dem Rollfeld unter anderem über die Schüsse, die am Vortag auf die Maschine abgegeben worden waren. Der Rumpf schien nicht besonders beschädigt zu sein. Nach den Gerüchten zu urteilen, waren es weiße Söldner, die das Flugzeug beschossen hatten. Dieses internationale Gesindel, mit dem sich John Bay umgab und das bezahlt wurde, um den Abgesandten der Vereinten Nationen das Leben so schwer wie möglich zu machen, uns möglichst aus dem Kongo zu vertreiben. Als wir schon in der Maschine saßen, unmittelbar vor dem Start, sagte Hammarskjöld: Weißt du, ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn einer von uns hier bliebe. Die Situation in Leopoldville ist labil. Ich bleibe gerne hier, sagte ich. Denn ich war seit Anfang an gegen diese Reise, weil ich weder John Bay noch seinen Beratern traute. Not ever to trust either him or his advisors in the background. Also verließ ich das Flugzeug. Hammarskjöld begleitete mich noch nach draußen und nach wenigen Minuten verschwand er mit der Maschine. Erst am nächsten Tag wurde mir klar, dass er mir das Leben gerettet hatte. In this way he actually saved my life. I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience. Ich, Dag Hammarskjöld, schwöre, dass ich loyal und mit aller Umsicht mein Amt als Generalsekretär der Vereinten Nationen ausfüllen werde. Und dass ich mich bei der Ausübung meines Amtes weder um Anweisungen bemühen noch Anweisungen akzeptieren werde, die von einer Regierung oder einer anderen Macht außerhalb der Vereinten Nationen stammen. And not to seek or accept instructions in regard to performance of my duties from any government or other authority external to the organization. There was at that time, of course, the Cold War.
Damals befanden wir uns auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Zwischen dem westlichen und dem östlichen Lager herrschte eine unerhörte Spannung. Jede Seite versuchte, das innere Chaos im Kongo für die eigenen Interessen auszunutzen. Mal bezahlte man diesen Stamm, mal jenen und erreichte, dass sie sich gegenseitig umbrachten. Everybody outside of Africa who had the means to export arms was extremely interested in doing so and making handsome profit. Die interessierten Kreise exportierten nach Afrika Waffen und machten dabei gute Profite. Obwohl der Generalsekretär in seinen Äußerungen vor dem Sicherheitsrat und der Generalversammlung der Vereinten Nationen äußerst vorsichtig war, warnte er dort vor einem internationalen Krieg. Nicht allein vor einem Krieg im Kongo, sondern in ganz Afrika und darüber hinaus. Unabhängigkeit für den Kongo. Nach Jahrhunderten belgischer Kontrolle entlässt König Baudouin den Kongo in die Selbstverwaltung. Doch kaum ist die ersehnte Freiheit errungen, müssen belgische Fallschirmjäger eingreifen und gegen Plünderer vorgehen. Provinzgouverneur Tshombe sagt sich vom Kongo los und gründet einen eigenen Staat, Katanga. Unter dem Schutz belgischer Offiziere, die Mr. Tshombe und seiner noch jungen Katanga-Armee helfen. Doch kommunistische Elemente und die UNO mischen sich ein. Mit Entschlossenheit wehrt sich die Katanga-Armee von Mr. Tshombe. Ruhe und Ordnung werden wiederhergestellt. Die Interessen, die im Kongo aufeinander stießen, waren bedeutend. Und sie waren nicht zuletzt ökonomischer Natur. Insbesondere die Provinz Katanga war reich an Rohstoffen. Von dort kam der Großteil der weltweiten Kobaltfunde, 10% des Kupfers und Uran, das für das Atomwaffenprogramm des Westens benötigt wurde. Deswegen war der Westen darauf aus, dass im Kongo Ordnung herrsche. Eine Ordnung, die den westlichen Firmen erlauben sollte, die kongolesischen Rohstoffe auf die eigenen Mühlen zu leiten, statt sie einem Zugriff des Ostblocks preiszugeben. Hammarskjöld stand unter erheblichem Druck, den der Westen, insbesondere Großbritannien, auf ihn ausübte. Die englische Regierung entsandte einen Minister, der im Kongo auf Hammarskjöld einwirkte, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde Hammarskjöld gewarnt, dass England seine politische und finanzielle Beteiligung an den UNO-Operationen zurückziehen werde. Schließlich erreichte die englische Regierung, dass auch die USA bei Hammarskjöld vorstellig wurden. Diesem Druck gab Hammarskjöld nach und stimmte einem Treffen mit Tshombe zu. Auf dem Flug dorthin wurde er getötet. Eine Woche vor seinem Tod schrieb Dag Hammarskjöld einem Freund. Ein Brief, der später als sein Testament bekannt wurde, mit genauen Anweisungen jeder Art. Sowohl finanzielle Verfügungen als auch Anweisungen, die Dag Hammarskjölds private Papiere anbelangten. Dag Hammarskjöld war zu diesem Zeitpunkt 56 Jahre alt, voller Vitalität, mit Umzugsplänen nach Südschweden beschäftigt, wohin er sich nach der Pensionierung zurückziehen wollte. Nochmals, er war voller Energie. Trotzdem fühlte er, dass die Situation im Kongo voller Abgründe war. Für Leib und Leben ebenso wie für die Charta der Vereinten Nationen. Für all die Ideale, die Dag Hammarskjölds Überzeugung entsprachen. UN Charter and all the ideas he stood up for. Tag für Tag wurde die UNO unter Beschuss genommen. Attacks after attacks, every day
against the United Nations. In Elizabethville and around the edges of town, heavy fighting continues. Each day since the fighting began, more UN troops have been brought into the battle. In the forest around the city, troops have dug in a defense perimeter, and the United Nations estimates that 120 Katangans have been killed. Most of the casualties were inflicted by heavy mortar fire. Reports to date indicate little hand-to-hand fighting, but a number of mortar and armored car duels. Hospitals and parts of the residential area have been badly damaged. Worst hit was Prince Leopold African Hospital. Hammarskjöld was confronted with a very complicated situation. On the one hand, there was the increasing tension among the Cold War parties. Hammarskjöld befand sich in einer sehr komplizierten Situation. Auf der einen Seite die zunehmenden Spannungen der kalten Kriegsgegner, die Berlin-Krise, das abgeschossene US-Spionageflugzeug U-2. Auf der anderen Seite Hammarskjölds Überzeugung, dass die Zukunft Afrikas auf dem Spiel stehe, dass die ersten Schritte auf dem Weg zu mehr Wohlstand gemacht wurden und dass die Wunden des jahrhundertelangen Kolonialismus geheilt werden könnten. Der Kongo war reich, in zentraler afrikanischer Lage. Was im Kongo geschah, nahm die Entwicklungen im übrigen Afrika vorweg. Um zu verhindern, dass Afrika zu einem Schlachtfeld des Kalten Krieges würde, zu einem Opfer der westlichen Kolonialbesatzungen, zerrissen in Stammeskriegen. Um all dies zu verhindern, wollte Hammarskjöld die Hoffnungen der Afrikaner auf die UNO richten. Ich glaube, seine entscheidende Fähigkeit war, dass er sich den Tatsachen stellte, und zugleich visionär war. Ein Mann, der begeistern konnte. Sein ungewöhnliches diplomatisches Geschick half in den Vereinten Nationen, scheinbar aussichtslose Problemstellungen zu bewältigen. Sein Vater war ein bekannter Rechtsanwalt, der öffentliche Ämter innehatte, sowohl international als auch hier in Schweden, wo er im Ersten Weltkrieg Premierminister war. Während Dag Hammarskjölds Jugend residierte der Vater als Gouverneur in diesem eindrucksvollen Schloss. Die schwedische Kargheit zeigt sich in diesem Schloss. Damals, als der Vater dort Gouverneur war. Leere, kalte Räume, ohne Tapeten, sehr karg. Sans fioriture, sans tapisserie, très austère. Und man versteht, wie Dag Hammarskjöld groß wurde. Man versteht seine Strenge, seine Unerbittlichkeit. Ein anderer Zug seiner Persönlichkeit war seine Religiosität. Seine Mutter war tief religiös und Hammarskjöld beschrieb sie als radikal-demokratisch, warm, dem Leben zugewandt. As holding radical democratic views with warm human undercurrents. The depth of Hammarskjöld's own. Dass Hammarskjöld selbst tief religiös war, wurde erst nach seinem Tod bekannt. Das war, als sein Tagebuch veröffentlicht wurde. Darin finden sich moralische Prinzipien, die ihm sowohl in privaten Krisen halfen, als auch angesichts des Drucks, dem er in den Vereinten Nationen ausgesetzt war. Ich trete mein Amt mit dem festen Willen an, mich den hohen Idealen der Vereinten Nationen vorbehaltlos zu widmen.
Ich bin hier, um Ihnen allen zu dienen. Ich rechne auf Ihr Verständnis, auf Ihren Rat und hoffe auf Ihre Aufmerksamkeit für meine Überlegung. When Hammarskjöld took over the organization, it was in disarray. The working conditions were not the appropriate. Die UNO war in einem sehr ungünstigen Zustand, als Hammarskjöld das Amt übernahm. Auf dem Gelände gingen FBI-Agenten ein und aus. Amerikanische Mitarbeiter von Hammarskjöld lebten in Angst, weil man sie vor den US-Senatsausschuss für anti-amerikanische Aktivitäten bringen wollte. Hammarskjöld stellte sich schützend vor seine Mitarbeiter. Er verbat sich die Tätigkeit der FBI-Agenten in der UNO. In that sense, he could protect his staff. He removed the FBI agents and it became clear who was in charge of the organization. A year later, in 1954, there was a situation in Guatemala, which also showed. Ein Jahr später, 1954, zeigte Hammarskjöld, dass er diese Prinzipien überall anwandte. In Guatemala hatte eine demokratisch gewählte Regierung Ländereien verstaatlicht, die amerikanischen Firmen gehörten. Die Maßnahmen wuchsen sich zu einer Krise aus und aus dem Nachbarstaat Honduras fielen Soldaten ein. Eine Invasion, die ohne jeden Zweifel vom US-Geheimdienst CIA bezahlt wurde. Hammarskjöld war entschlossen, die Sache vor den Sicherheitsrat der UNO zu bringen. Dagegen stemmten sich die USA und schalteten die Organisation amerikanischer Staaten ein, weil sie dort die Kontrolle hatten. The United States objected to this, instead preferring to put it to the OAS, Organization of American States, where they had the control. And Hammarskjöld clearly argued. UNO-Aktionen wurden von den USA hintertrieben, bis die Regierung von Honduras gestürzt war. Für ein Eingreifen der UNO war es zu spät. Prolonged the deliberations so that the government could be overthrown, and by that sense there was no case any longer. Aber Hammarskjöld hatte klargemacht, wo er stand, und die USA verstanden. Es sah ganz danach aus, als ob Dag Hammarskjöld von den USA in die Schranken gewiesen worden war. Was fürchte ich? Wenn sie treffen und töten? Was ist da zu beweinen? Andere gingen voran, andere folgen. They remained radiociders, except from a few short messages to the tower in Salisbury. Während des Fluges herrschte absolute Funkstille, abgesehen von wenigen kurzen Kontakten mit den Flughäfen Salisbury und Ndola. Diese Vorsichtsmaßnahme galt einem kleinen Kampfjäger, der die UNO-Truppen in den vergangenen Wochen immer wieder angegriffen hatte. Um diesem Jäger vom Typ Fugger Magister auszuweichen, flog der Pilot einen riesigen Umweg. Dag Hammarskjöld war sehr gefährdet. Der UNO fehlten eigene Abwehrjäger. Diese Flugzeuge waren zwar von Äthiopien bereitgestellt worden, aber kamen im Kongo nicht an, weil es Schwierigkeiten gab. Hammarskjöld hoffte, diese Maschinen für die UNO-Operationen im Kongo zu bekommen. Und er hatte London gebeten, die Überflugrechte zu erteilen. Die Rebellen und ihre Fuga machten der UNO ernsthafte Sorgen. Diese Bitte erging, als London mit Hammarskjöld sehr überkreuz war. Und London rührte sich nicht. Als Großbritannien dann die Überflugrechte erteilte, war Dag Hammarskjöld tot. Zauber binden wieder.
Herr Präsident, ich bedauere, dass es notwendig war, die Probleme im Kongo erneut vor den Sicherheitsrat zu bringen. Ich hatte auf die Unterstützung aller Beteiligten gehofft. Ich muss feststellen, dass eine solche Unterstützung verweigert wird. Und zwar von Kreisen, von denen ich glaubte, sie würden anders handeln. Selbst ein US-Regierungsmitglied, ein damals sehr prominentes US-Regierungsmitglied, hatte persönliche Interessen im Diamantengeschäft in Katanga. Vielleicht gibt Ihnen das eine Vorstellung von den wirklichen Kräften, die die Arbeit der Vereinten Nationen behinderten. Die Maschine war über 6 Stunden unterwegs gewesen. 10 Minuten nach Mitternacht meldete Flugkapitän Hallonquist dem Tower in Dola, dass er zum Landeanflug übergehen werde. Auf dem Flughafen wartete die Presse und ein Begrüßungskomitee in Gestalt des Rebellenführers Tshombe und Lord Alport, dem britischen Hochkommissar von Rhodesien. Obwohl der Sprechfunkverkehr hätte aufgezeichnet werden müssen, gab es im Flughafen-Tower kein Tonband. Was zwischen dem Flugzeug und dem Tower tatsächlich vorging, entzieht sich deswegen unserer Kenntnis. Der letzte Kontakt mit dem Tower fand um 0.10 Uhr statt. Was danach passierte, wissen wir nicht. Müde und einsam. Müde, bis der Verstand schmerzt. Taub die Finger, bebend die Knie. Jetzt gilt es. Jetzt darfst du nicht versagen. Das Wrack wurde am Dienstag, den 18. September, gefunden. Dagens Niheta hatte einen Korrespondenten in Dola und berichtete am Morgen des 19. September. In Schweden löste die Nachricht einen Schock aus. Dag Hammarskjöld war hier so bekannt wie ein Regierungschef. Allgemein herrschte die Überzeugung vor, dass das Flugzeug von den Rebellen um Mr. Tshombe abgeschossen sein müsste. Und in der Tat, wer sollte denn glauben, dass der Generalsekretär zwar über Ndola gesehen worden war, aber dann einfach verschwand?
over the tower and then didn't land. Lord Alport, der britische Hochkommissar für Rhodesien, meinte, Dag Hammarskjöld sei wohl anderswohin geflogen. Und der Airport Manager schloss den Flughafen und ging zu Bett. Um 3 Uhr morgens klopften 2 Polizeibeamte bei Williams, dem Flughafenmanager, an und berichteten, dass sie einen Feuerschein gesehen hatten, genau dort, wo die Maschine verschwunden war. Obwohl zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die meisten nicht mehr lebten, war Harold Julian, ein Leibwächter von Dag Hammarskjöld, noch bei Bewusstsein. Spätere Untersuchungen ergaben, dass er möglicherweise hätte gerettet werden können, wären die Sucharbeiten unmittelbar begonnen worden. Was war geschehen? Sie schlossen den Flughafen und teilten mit, dass Dag Hammarskjöld wohl nach Leopoldville zurückgeflogen sei. Sie schienen zu glauben, dass ich mit an Bord wäre und Hammarskjöld geraten hätte, umzukehren. Das hätte ich auch. Aber ich war nicht an Bord. Glücklicherweise für mich. Nachdem das Flugzeug abgestürzt war, kurz nach Mitternacht, brach Panik aus. Die Suche begann erst sehr spät am folgenden Tag. Und als sie das Wrack gefunden hatten, lag der einzige Überlebende bereits im Sterben. Er starb schließlich, ohne berichten zu können, was genau passiert war. Die Suche begann in der falschen Richtung. Und erst als 3 Köhler meldeten, wo das Flugzeug abgestürzt war, begab man sich an den Unglücksort. Diese Köhler hatten die Nacht über in den Wäldern gearbeitet. Übereinstimmend berichteten sie, dass sie 2 Flugzeuge gesehen hätten. Ein großes, offensichtlich das von Hammarskjöld, und ein kleineres. Nun, als das große Flugzeug angeflogen kam, war das wie immer. Nein, solange es entfernter war, war alles in Ordnung. Erst als das kleine Flugzeug auftauchte und dem großen folgte, da sahen wir, dass von dem kleinen Flugzeug etwas auf das große fiel. Es sah wie Feuer aus. Von oben auf das große Flugzeug? Ja. Dann sahen wir, dass die große Maschine Feuer fing, dass sie Schubkraft verlor und herunterfiel. Wenigstens 8 Augenzeugen hatten den Absturz beobachtet. 4 waren Köhler, die in den Wäldern arbeiteten. 4 andere waren weiße Polizeibeamte, die von einem Feuerschein am Himmel berichteten. Ich zweifle nicht im Geringsten, dass wir das Flugzeug gesehen haben, wie es über dem Landeplatz kreiste. Denn der Ort, an dem wir leben, liegt in der Einflugschneise. All the planes either come and run straight
Alle Flugzeuge fliegen entweder direkt die Landebahn an oder drehen eine Runde, bevor sie zur Landung ansetzen. In diesem Falle machte das Flugzeug eine Schleife und dann sah ich gemeinsam mit einigen Freunden ein zweites Flugzeug. Ich bin völlig sicher, dass diese Maschine das große Flugzeug bedrängte. Wenige Minuten später gab es eine Explosion, deren Ursache wir nicht ausmachen konnten. Was ich wirklich weiß, ist, dass die Belgier in Leopoldville ganze Serien von Partys veranstalteten, um den Absturz zu feiern. Sie hatten sogar die Unverfrorenheit, mich und meine Frau dazu einzuladen. Die Feindschaft gegen die UNO war unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass es ein Unfall war. Dazu gibt es zu viele Beobachtungen und Hinweise, die auf den Eingriff Dritter schließen lassen. Da ging es um mächtige Interessen, zum Beispiel Minengesellschaften, die damals sowohl in Sambia als auch im Kongo operierten. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Rivalität der Großmächte eine Rolle spielte. Deswegen gibt es sehr zweifelhafte Zeugenaussagen von Leuten, die etwas zu verbergen hatten. Was mich und die Köhler angeht, wir haben nur ein Interesse, die Wahrheit. Wenn man mich danach fragt, wer wohl ein Interesse gehabt hätte, den UNO-Generalsekretär umzubringen, dann fallen mir natürlich die Söldner ein, diese bezahlten Killer außerhalb jeder moralischen Ordnung. Gut bezahlte Killer mit der Lust am Töten. Diese Leute haben ihr Unwesen ja auch in anderen Ländern gezeigt. Wenn man etwas tiefer bohrt, dann stößt man auf die auswärtigen Finanzinteressenten, denen es um die Rohstoffe, insbesondere das Kupfer in Katanga ging. Diesen Kreisen mag es nützlich erschienen sein, die Söldner als ihre Werkzeuge einzusetzen, um Dag Hammarskjöld umzubringen. Wann immer die Veteranen der UNO zusammensaßen, fragte man in die Runde: Glauben Sie an die offizielle Version über den Tod von Dag Hammarskjöld? Mehr nicht. Mehr wurde nicht gesagt. Eines Tages traf ich einen Journalisten der Nachrichtenagentur UPI, United Press International, einen Franzosen. Wir waren beide zufällig in der Oper und er berichtete mir, dass jemand in die Redaktion von UPI gekommen wäre. Ein Unbekannter. Der Unbekannte behauptete, er wisse, wie Dag Hammarskjöld wirklich umgekommen ist. Damals in Katanga, im Kongo. Der Mann wollte diese Informationen verkaufen. Katanga
à négocier la vente de ces informations. Der stellvertretende Redaktionsleiter von UPI sagte, was immer wir erfahren werden, wir werden es nicht überprüfen können. Wir sind eine Presseagentur und müssen vorsichtig sein. En plus, une agence de presse doit être extrêmement prudente. Aber er dachte an mich, seinen Freund aus dem ehemaligen UN-Kabinett von Dag Hammarskjöld. Qui a été au cabinet de Dag Hammarskjöld, peut-être sera-t-il intéressé à recevoir ce type. Und er fragte mich, ob ich bereit wäre, diese Informanten zu empfangen. Et si tu m'y autorises, je lui donnerai ton téléphone pour qu'il t'appelle et tu me diras ce que tu en penses. Nach mehreren Verschiebungen fand das Treffen am 13. Februar statt. Sie erzählten, dass sie Volontiers d'étrangers, ausländische Freiwillige in Katanga im Kongo gewesen wären. Söldner wollten sie sich nicht nennen. Diese Söldner waren die tatsächlichen Herren der Katanga-Armee und über sämtliche politischen Verhandlungen informiert. Sie sagten, dass es eine enge Verbindung zwischen den ausländischen Freiwilligen und einigen europäischen Persönlichkeiten gab. Der militärische Oberbefehlshaber war ein Colonel Lamoulin, ein früherer Major der belgischen Armee und der Regierung von Katanga beigeordnet. Die Absicht war, mit zwei Jägern vom Typ Fuga Magister die Maschine von Dag Hammarskjöld abzufangen und ihn nach Katanga zu bringen. Es handelte sich um zwei zweisitzige Fuga, die mit zwei Maschinengewehren und vier Raketen ausgerüstet waren. Ihre Reichweite betrug 1400 Kilometer. Die Verantwortlichen waren in ständigem Kontakt mit Leopold Will. Und sobald sie erfuhren, dass Dag Hammarskjölds Flugzeug dort gestartet war, um in Ndola Chombe und seine Freunde zu treffen, wurde den zwei Fuga-Besatzungen befohlen, zu einem Nachtflug aufzubrechen. Die Nacht dieses 17. September war klar, die meteorologischen Verhältnisse ideal. Die zwei Fuga starteten und stießen nach Ndola vor. Von den beiden Fuga gelang es nur einer, Hammarskjölds Maschine zu finden. Der Name des Piloten war Burkles. Burkles befand sich oberhalb Dags Maschine, vertikal hinter ihr, als er seine Suchscheinwerfer einschaltete und den Piloten aufforderte, die Landung abzubrechen. Der Pilot antwortete, dass er zuerst Rücksprache mit den Passagieren nehmen müsste. Zwar schien es für einen Augenblick, als würde die DC-6 von Dag Hammarskjöld zögern, aber dann setzte sie ihre Landemanöver fort. Daraufhin schaltete der Burkles die Suchscheinwerfer aus und eröffnete das Feuer aus den Maschinengewehren. Angeblich wollte er die Maschine nicht treffen, sondern nur zeigen, dass er es ernst meinte. Mehrere Schüsse trafen das Seitenruder. Die DC-6 schien vom Kurs abzukommen und der Pilot kämpfte gegen das Schlingern. Daraufhin stürzte er ab und zerschellte im Wald. De Burkles drehte sofort in Richtung Kolwezi, wo er nach der anderen Fuga gegen 1.05 Uhr nachts landete. De Burkles wurde von einem Militärgericht vernommen. Anwesend waren der militärische Chef der Söldner, Vertreter der Minengesellschaft Union Minière und der belgischen Regierung. Über das Geständnis des Söldners Burkles erstattete Botschafter de Kemularia dem schwedischen Botschafter Bericht. Es wurde ein Treffen in Paris vereinbart. Laut Kemularia hat es am 15. November 1974 stattgefunden. Die schwedische Seite will aber davon nichts wissen. Auch Berichte, wonach Premierminister Palme darüber unterrichtet worden sei, bleiben unbestätigt. Apparemment, les autorités suédoises, sans avoir fait des recherches sur place, offenkundig begnügten sich die schwedischen Behörden mit den ihnen mitgeteilten Umständen, vermieden Untersuchungen vor Ort und kamen daraufhin zu dem Schluss, das Ganze sei unwahr, woraufhin sie es auch ablehnten, meiner Empfehlung zu folgen. Mit anderen Worten, wenn man die Wahrheit wissen will, muss man Nachforschungen anstellen. Entweder die UNO stellt diese Nachforschungen an, was ja schon geschehen ist, oder die schwedische Regierung. Denn der Tote war Generalsekretär der Vereinten Nationen und darüber hinaus einer der berühmtesten Söhne Schwedens und des modernen Europa.
Hammarskjöld loved solitude. Dag Hammarskjöld liebte die Einsamkeit. Wenn er Zeit fand, unternahm er Wanderungen in Lappland. Und später kaufte er sich diesen alleinstehenden Hof an der schwedischen Südküste, in der Nähe von Ystad, wenige hundert Meter hinter den Dünen. Nach seinem Tod hat man die wenigen Hinterlassenschaften, seine Möbel und Andenken aus New York hierher gebracht, ohne den Charakter des Hauses zu verändern. Feuer trunken, Himmel.